Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Frozen Money Glitch zeigen. Ja, dieser Frozen Money Glitch ist allerdings nur für die Old-Gen-Konsolen, das heißt PlayStation 4 und Xbox. Und ja, wenn ihr auf der PlayStation 4 spielt, dann kann auf jeden Fall jeder von euch den Glitch nachmachen. Ihr benötigt nur ein bisschen Geld, um euch Fahrzeuge zu kaufen und einen Vogel im Regisseur-Modus. Welcher Vogel das ist, ist völlig egal, muss irgendein Vogel sein. Wenn ihr noch keinen Vogel haben solltet, einfach eine Peyote-Pflanze im Story-Modus fressen. Und ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir auch schon direkt losstarten. Ebenso braucht ihr noch einen Zweitcharakter. Den Zweitcharakter, den müsst ihr hinterher löschen. Deswegen darf auf diesen Charakter am besten nichts drauf sein. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns zunächst in die Charakterauswahl. Dort in der Charakterauswahl angekommen, müssen wir uns dann einmal einen zweiten Charakter erstellen. Was für ein Charakter es ist, ist auch wirklich völlig egal. Dann werden wir in eine Online-Lobby geladen. Und in der Online-Lobby angekommen, starten wir auch schon direkt los. Wir öffnen einmal das Handy, dann gehen wir auf Warstock und dort könnt ihr euch dann Fahrzeuge kaufen. Zum Beispiel den Toreador könnt ihr euch kaufen. Den Scramjet könnt ihr euch kaufen. Oppressor MK2. Deluxo oder auch den Stromberg könnt ihr euch kaufen. Nur keine Apartments oder sonst irgendwas kaufen. Wirklich dann nur Fahrzeuge. So, wir kaufen einmal das Auto. Wenn ihr jetzt noch mehr Autos kaufen wollt, dann dürft ihr allerdings das Internet nicht komplett verlassen. Ansonsten wird das Geld leider abgezogen. Habt ihr euch dann die Fahrzeuge gekauft? In meinem Fall kaufe ich mir jetzt einfach nur ein Fahrzeug. Gehen wir einmal ins PSN-Menü. In den Einstellungen, Netzwerkeinstellungen, trennen dort einmal die Internetverbindung, machen das Internet wieder rein. Anschließend werden wir dann wieder in den Story-Modus geworfen, werden dann eine Fehlermeldung bekommen, diese dann einfach akzeptieren. Dort im Story-Modus angekommen, gehen wir dann in den Regisseur-Modus. Dort angekommen, gehen wir auf Akteure, dann auf Tiere. Seid ihr auf eurem Vogel drauf, drücken wir dann zweimal auf Kreis. Das heißt, wir gehen auf Zurück, nochmal auf Zurück, dann gehen wir zurück in den Story-Modus. Und von dort aus starten wir dann einfach irgendeine Sitzung. Seid ihr jetzt in der Open Lobby angekommen, werdet ihr sehen, ich habe wieder meine 4,8 Millionen GTA-Dollar vom Anfang. Wir begeben uns dann jetzt zur Garage. Dort bei der Garage angekommen, werdet ihr auch sehen, dass der neue Deluxe auch jetzt dort steht, um die Fahrzeuge, wenn ihr jetzt mehrere Fahrzeuge drin stehen habt, um die jetzt abzuspeichern, geht ihr einfach zum blauen Kreis, switcht die Fahrzeuge einmal um. So, in meinem Fall brauche ich das Auto nicht abspeichern, ich möchte es dann gleich direkt verkaufen. Und ja, wenn ihr das Geld jetzt auf eurem Konto einzahlt, dann werdet ihr das Geld auch auf eurem Erstcharakter haben. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.